So. Blum, blum. Noch ein Interieur-Ticket. Nein, ja, haben Sie den Plan ausprobiert? So wird Sie die Polizei sicher nicht erwischen. Warte, Bruder, dein Plan funktioniert nicht. Da müssen wir doch eine Mauer einhauen. Warum das denn? Das denn? Hast du eine bessere Idee? Du bist immer so schlau, Jerry. Jerry. Ich werde mal versuchen, wieder was einzustellen, damit es schneller läuft. So. Oh, oh, früher oder später schnappen sie uns. Ach so, oh. So, das dauert. Ist gerade wieder eingefroren, ja, ja. Aber ich glaube, es wird wieder. Bitte, ja. Als ich das angemacht habe und du gerade weg warst, hat das geupdatet. Ah. Never play on Patch Day. Komm schon. Please. Ja, auch happy. Können wir dann eine Stunde voll machen und dann? Ja. Okay. Wieso? Willst du heute nicht so lang? Ja. Wir haben heute mehr Zuschauer als sonst. Glaube ich. Also wir hatten mittendrin mal 15. Ui. Das habe ich sonst nur, wenn Ace Attorney Folgen gestreamt werden. Ich will eigentlich wieder weitermachen, aber irgendwie. Außerdem, wir müssen mehr als eine Stunde voll kriegen, wegen der Zeit, die ich rausschneiden muss. Wie lange mehr? Keine Ahnung, wie lange warst du weg? Weiß ich doch nicht. Ich habe da nicht auf die Uhr geguckt. Hättest du mal. Nein, hätte ich ja auch mal. Oh Gott, wie geht das jetzt auch weiter oder habe ich jetzt ein Problem? Bitte lass es irgendwie weitergehen. Ups. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht jetzt ganz schlecht sogar aus. Nicht, dass wir jetzt hier schon Schluss machen müssen. Bitte nicht. Wo ist denn der? Da ist der Broadcaster, da ist das Ding. Das ist ja jetzt ein... Also das war doch beim letzten Mal nicht... Nein, nein, bitte nicht. Kann das Ding nicht automatisch irgendwie ein Safe-Game anlegen, wenn irgendwas schief geht? Na, so lange haben wir zum Glück noch nicht. Ja, aber es ist trotzdem halt... Oh, es ist wieder da! Es ist wieder da! Ah! Ha! Ich wollte doch gerade einen Sound machen. Ist das ausgegangen? Habe ich das weggemacht? Ja. Och Mann, hast du das weggemacht? Nein! Geht wie denn? Ja eben, ich habe ja die... Ich habe das in der Hand. Aber ehrlich mal... Nein, keine Sorge. So. Klappt nicht. Ha. Welches war denn das nochmal? Ich habe ja eigentlich gerade nach... Yay? Ja. Habe ich eben gesehen. Wo? Wo, wo? Geh weiter runter. Nee. Weiter runter. Noch weiter? Da. Das da. Ach so, wieso ist das? Das ist ein anderes. Okay, aber... Warte mal, und das? Ist gar nichts? Hm. Naja, wie auch immer, wir haben's jetzt. Wenn unsere Frau Detektivin der Polizei entkommen will, ist das die bessere Methode. Noch mehr Tipps, wie wir dem langen Arm des Gesetzes entgehen? Oh, noch neun mehr. Leute. Na gut. Hm. Unglaublicher Durchbruch 2. Okay, es ist das gleiche nochmal mit 2. Oh, das ist schon schwerer. Glaube okay. Ich. Ja. Okay, go. Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon.
Man nennt mich nicht umsonst Sherl aus Colts. Ich hab's auch. Oh. Wenn das nächste Rätsel drei davon sind. Jo. Jo. Ach so, fuck. Oh, Mist. Ich hab gar nicht umgestellt, das tut mir leid. So, und jetzt musst du aber wieder umstellen. Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Nö, wieso, vielleicht kommt noch eins. Ganz ohne Faden. Ja, haben wir denn jetzt gerade eben vor dem also bei dem ersten hatten wir umgestellt oder nicht? Ich glaube. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo hatten wir denn umgestellt, bei was für einem? Nee, das war Durchbruch, oder? Ja. Ja. Gut, okay. Du hast ein Labyrinth durchs Labyrinth. Was? Du hast einen Weg durchs Labyrinth gefunden. Ah, dein Stylus. Wenn ein Labyrinth so kompliziert ist, dass man Wände zerstören muss, um das Ziel zu erreichen, muss dort ganz sicher ein extrem kostbarer Schatz versteckt sein. Okay, Durchbruch 2. Nein, ja, Sie müssen das Rätsel lösen, verstehen Sie? So entkommen Sie der Polizei. Moment, Bruder, deine Methode funktioniert auch nicht. Was sollen wir denn jetzt dann tun? Was sollen Sie denn dann tun? Wie verhindert Sie, dass die Polizei Sie erwischt? Vielleicht brauchen wir eine völlig neue Idee. Nicht weglaufen, sondern eine echte Alternative. Für England. Eine neue Idee, ha? Huh? Ah ja, nein, ja, ich weiß. Raus damit, Bruder. Wir verstecken die Frau Detektivin und den Hund im Laden an einem Ort, an dem die Polizei nicht sucht. Uns verstecken? Aber wo? Hier drin. Was sagen Sie? Da drin? Echt jetzt? Doch, in einem Kuchen. Ich weiß nicht, ein Mensch und ein Hund auf so engem Raum? Keine Zeit für Widerworte, rein da, flott, in den Keller. Oh, nein, das ist jetzt gemein. Ich höre auf. Gut, schon überredet. Na komm schon. Also ich würde mich nicht von einem... Also ich würde nicht von einem Österreicher mich irgendwo verstecken lassen wollen. Hey. Ja, ein bisschen politisch unkorrekt muss auch gehen. Es ist ein... Es ist bestimmt eine Torte. Hi, hallo, hallöchen. Wen haben wir denn da? Zwei Jungs im Doppelpack. Sie haben nicht zufällig Katrina Layton gesehen, oder? Die von der Detektei, die Straße runter... Nein. Nee, ja. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Kommen Sie schon raus damit. Wo ist sie? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, ja. Sie kam in den Laden gelaufen und ist durch den Hintereingang wieder raus. Durch den Hintereingang wieder raus? Leute, durch den Hintereingang, Leute. Ihr nach. Ja, los, Leute, durch den Hintereingang. Gut, die blöde Polizei ist weg. Frau Detektivin, Herr Hund, Sie können wieder rauskommen. Der arme Bär. Das ist ein Kuchen. Der arme Kuchen. Puh, das war echt hart. Ja, wir haben wohl überschätzt, wie geräumig dieser riesige Teddybär ist. Mir war wieder eingefallen, dass in dem Teddybärkuchen jede Menge Platz ist, aber offenbar nicht genug. Ach, so schlimm war es gar nicht mit dem Platz. Hart war nur, den Kuchen nicht zu verspeisen. Er duftet so lecker. Ich dachte wirklich, sie fängt jeden Augenblick mit dem Essen an. Jerry, Terry, danke vielmals. Sie haben die Polizei grandios von unserer Fährte abgelenkt. Gern geschehen. Freut mich, dass mein Teddybärkuchen zu etwas Nutze war. Ich kann auch immer nicht fassen, dass Katja Adler ermordet wurde. Was für ein trauriger Tag. Sie war manchmal schwierig, aber ich glaube nicht, dass sie deswegen ermordet wurde. Ich weiß, was Sie meinen. Das dachte ich mir auch schon. Warum in aller Welt sollte man Miss Adler ermorden? Und wer? Vielleicht ist sie ja gar nicht tot. Das überlege ich halt auch eigentlich. Ja, Layton spielen ist eigentlich... Nie jemand tot. Nie jemand. Nicht mal, wenn ein riesengroßer Roboter ganz London
attackiert. Nee, aber nicht mal das Kohl. Ja. Nee? Ach so, nee, der hat überlebt. Stimmt, ja. Der ist ja weitergeflogen dann. Ja, oder Wendell. Oder Wendell. Ja. Die sind meistens dann immer irgendwie wieder aufgetaucht. Wen gibt's noch? Dr. Schrader war nicht tot. Ja, also die sind meistens, gab's immer irgendwie eine Erklärung, warum sie wieder leben. Mhm. Ja. Dafür ist jetzt keine Zeit, Frau Detektivin. Alle Polizisten sind jetzt hinter dem Laden. Das ist ihre Chance zur Flucht. Ja, das stimmt. Danke nochmal. Bis später. Ding, 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 ding. Mord aus Gehässigkeit. Boah. Die Gebrüder Handy meinen, Adler wäre zwar eine schwierige Person gewesen, doch dass jemand sie aus Gehässigkeit ermordet hat, sei unwahrscheinlich. Ah, der einzige Tote war Eltons Ex. Das stimmt. Claire. Claire, ja. Das war aber auch... Also, die war eigentlich ja... War sie schon... Oder? Die war schon tot und dann ist ja... Na, die war nicht tot. Die ist, ja. Wurde Wunden wo? Im Eimer. Okay, in der die Lampe. Die ist im Eimer, die Münze. In der Lampe ist... Auf dem Tisch. Auf dem Tresen. Ist ja eine normale Münze. Okay. Nee, die ist ja, man dachte ja, sie ist tot und dann ist sie aber nur in der Zeit gereist und ist sie wieder zurückgereist in die Gegenwart und da ist sie gestorben. Münze in dem Blumending. Im Lebkuchenhaus. Okay. Oh, da versteckt sich tatsächlich ein Rätsel in diesem süßen Haus. Weil das ja genau der richtige Zeitpunkt ist, ein langwieriges Rätsel zu lösen. Wenn die Polizei einem wegen Mordverdacht auf den Fersen ist, wann denn auch sonst? Ein Rätsel müssen wir einfach mitnehmen. Komme, was wolle. Stimmt, Augustus Reinhold aus dem mysteriösen Dorf. Oh, tot. Aber war der nicht eigentlich so... Also den gab's doch schon gar nicht mehr, oder? Ja. Im Spiel. Na, Als Person nicht, aber man hat ihn auf Bildern und so gesehen. Ja, aber ich meine, da ist es ja eher so ein Erbfall. Mhm. Und nicht so Mord oder sonst was. Nee, aber klar. Fünf Häuser, auch nö. Die Häuser A, B, C und E stehen in einer Reihe. Dann wird Haus D gebaut. Die Grafik zeigt die fünf Häuser von der Seite und du siehst Haus D in der Mitte zwischen C und E. Die Grafik zeigt außerdem die Entfernung zwischen den Häusern. Zwischen C und D liegen 50 Meter. Wie viele Meter liegen zwischen den Häusern D und E? Hä? Bin verwirrt. C und D sind 50 auseinander. Boah, dann ist doch die obere, macht doch dann keinen Sinn mehr. Warte mal. A und B liegen so viel auseinander. C und E liegen 20 auseinander. Oh. Okay, ja. 10, 10, 20, da 50. Ich meine, das Fiese an der Sache wäre, ich denke gerade an sowas wie Satz des Pythagoras. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube nicht, dass die den wollen. Wieso sollte Satz des Pythagoras gelten? Die sind ja, es geht ja um die Entfernung der Häuser, die sind ja nicht in einem Dreieck angeordnet. Na, vielleicht ja doch. Wenn C und D so weit auseinander sind, aber C und E wieder nur so nah, dann würde es ja nahe liegen, dass die in einem Dreieck stehen. Deswegen... Ich gebe jetzt auch mal was ein, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob du das nicht eventuell sogar schon eingegeben hast. Jetzt weiß ich, wie man das löst.
Nö, hast du nicht. Hä? Es war mehr geraten, oder beziehungsweise klug geraten. Ich glaube, am Ende kommt es tatsächlich auf Dreieck raus. Vielleicht habe ich auch zufällig Glück gehabt mit einer anderen Taktik. War niemand? Nee, meins auch nicht. Das ist von meiner Mitbewohnerin. Ah, Scheibenkleister, ja, Entschuldigung. Aber warum denke ich nicht ans Umschalten? Warum denkst du auch nicht daran? Sonst erinnerst du mich gern mal dran. Ja, und dann sagst du immer, habe ich schon, muss mir nicht helfen. Entschuldigung. Ja, jedenfalls. Okay, Punkt kann gewertet werden wegen Umschalten. Ansonsten, ja. Dann, ja. Jedenfalls, ich sage nicht, was ich getippt habe. Ach nee, Moment, das sah man ja zuerst schon. Aber was war das Erste, was du getippt hast? 30. Oh, nee. Also ich habe nur gesehen dann aus dem Blickwinkel, dass es bei dir was falsch war. Dass du schon mal probiert hast. Ja, dann ist... Das ist ja trotzdem... Was? Das ist ja trotzdem nicht sagen. Doch. Ich hab keinen Taschenrechner hier. Wieso ein Taschenrechner? Setz das bitte aus. Wirst du, glaube ich, gar nicht brauchen. Weil die Skizze suggeriert, dass es sich um ein gleichschenkliges Dreieck handelt. Die Skizze suggeriert das nicht. Also beziehungsweise so die obere mit der unteren. Ja. Und dann zeigen sie bestimmt den von oben und dann... Stimmt, Leitens Mutter. Ah. Ja, jedenfalls, ja, hier, das ist so... Das ist, weil, also ja, laut Skizze ist es auch zwischen den beiden so, wenn man es... Ja. Umschalten. Okay. Umschalten, danke. Danke, danke, danke. Finde ich gut, dass du das gesagt hast. Ich hätte das vergessen. Alles eine Frage der Perspektive. Die Häuser D und E sind so weit voneinander entfernt wie C und D. Das Haus D ist größer als die anderen Häuser, liegt aber weiter hinten und sieht aufgrund der Perspektive aus, als wäre es genauso groß. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, es war nur eine Skizze und nicht irgendwie ein richtiges Foto. Na, wie auch immer. So, und jetzt berechnen wir die Fläche. Nein, Quatsch. Obwohl, es müsste... Ja. Ich mach's jetzt nicht. Bin ja schon nicht so. Außerdem, wir haben unsere Stunde rum. Ja, ich weiß. Manchmal. Du hast ein neues Rezept erhalten. Apfelkrümelkuchen. Können wir jetzt bitte weitergehen? Ja. Die sind gestorben, aber wieder auferstanden. Wer? Emmy Luke Leighton des Coen Brunneth. Ja, stimmt. Die sind auch gestorben. Auch in Krisenzeiten muss man sich die Zeit nehmen, seine grauen Zellen zu trainieren, Shirl. Und wie war das mit wie hieß sie denn nochmal? Na, die durfte ja nicht. Die durfte nicht wieder auferstehen? Ja, das ging ja nicht. Ach so, ja. Aber, kann man sagen, die ist gestorben? Hm,
Vielleicht war sie schon die ganze Zeit tot. Na, sie war ja kein richtiger Mensch. Also, hier, letzte Münze in dem... Ja, das habe ich. Okay. Hast du die anderen auch? Ja, nee, du hattest mir eine gesagt. Ich hatte dir die andere noch. Ja, du müsstest eigentlich... Genau. Haben wir denn da irgendwo eine Kuriosität? Nee. Habe ich auch schon geguckt. Sieht nicht so aus, nee. Aurora. Aurora. Aurora, ja. Stimmt. So, wollen wir dann mal... Nochmal raus. Speicherino, oder... Okay, oder Speicherin. Oder willst du? Ich würde noch einmal bewegen sagen. Okay, einmal bewegen. Und dann? Weil du ja ein bisschen rausschneiden musst. Nee, wieso? Das reicht ja jetzt schon. Also 6 Minuten warst du nicht weg. Puh, keine Ahnung. Ich krieg übrigens einen Extrapunkt. Das wurde gesagt, während du okay. draußen warst. Ich krieg einen Extrapunkt, wenn ich mich dran erinnere, es rauszuschneiden. Okay. Wie geht's weiter, Killer Cat? Sure. Ah, ich hab's, wir gehen zum Fluss. Und dort entsorgen wir Miss Adler. Adler. Schmadler. Zur Themse. Tolle Idee, gehen wir angeln. Ist gut für die Nerven. Nein, schau doch. Die Polizei sucht überall nach mir. Wir müssen clever sein. Also stürzen wir uns in die Themse. Deshalb müssen wir zum Fluss. Wenn wir ein Boot erwischen, sind wir im Nu weg von hier. Ein Boot? Gar keine schlechte Idee. Ja, ich bin selbst beeindruckt von mir. Dann mal los, ab zum Fluss. Ja, wie in dieser einen Cutscene. So, okay, dann... Jetzt können wir aufhören. Ja. So, überspeichere ich mal das Älteste. So. Ah, hier, Kira hat gesagt, vielleicht kriege ich einen Punkt. Und ein imaginärer halber wäre es nur. Ja. So, okay, dann würde ich sagen... Ja, immerhin haben wir 5 Rätsel geschafft. Ja, und wir haben schon fast 2 Tage in dieses Spiel investiert. Ja. Die machen wir noch voll, nein. Nein, schon zugeklappt und beendet. Blub. Oh, jetzt sieht man da so ein Stück von der Kamera unten. Nee, Moment. Da, das muss weg. Egal. Wird ja sonst immer überlagert. Also, dann tschüss und noch einen schönen Abend. Ja, tschüss. Falls ich morgen zufällig mal Zeit habe, würde ich mal dieses andere Spiel, von dem ich geredet habe, mal gerne streamen. Auch wenn da keiner zugucken würde. Ich stehe da voll drauf. Naja, wie auch immer. Also, Endstand. 81-76. Ja. Okay, alles klar. 81-76, damit ich das auch weiß fürs nächste Mal. Also dann, tschüss, tschüss. Tschüss. Bye-bye.